ich bin Vorarlberg-Reporterin Anne Madlena heute am St. Patrick's Day aus der Firma Vornburg in Bludenz, weil hier gibt es was ganz Spezielles. Man sieht hier schon grünes Bier. Braumeister Andreas Rosa, was ist denn das da drin? Ist das Minze oder Absinth? Was haben da euch da überall lassen? Na, es ist eine sehr schonende Variante. Es ist wirklich bloß Lebensmittelfarbe, weil der Geschmack vom Bier soll ja erhalten bleiben. Grüne Lebensmittelfarbe? Grüne Lebensmittelfarbe ist es nicht, weil Bier ist gelb, wir brauchen blaue Farbe und dann wird die ganze Geschichte richtig schön grün. Farblehre ist Stunde Nummer eins, oder? Genau. Wie sind wir denn auf diese Idee gekommen, zum sagen, wir machen grünes Bier am St. Patrick's Day? Na, Brauer sind ein bisschen konservativ, normalerweise nicht unbedingt. Wir können auch anders, insofern ist es ganz hetzig, das Bier. Wir sind im Prinzip nicht auf die Idee gekommen, sondern die Iren sind ja sehr kreativ, was das Einfärben angeht. Also von dem her haben wir gesagt, wir schauen uns das ab. Es gibt ein paar Irish Pubs, es gibt immer noch viel Skitourismus und alles mögliche Gutes, Après-Ski. Also von dem her ist es hetzig, mit einem schönen grünen Bierle dazustehen und Freude zu haben. Und ist ja auch ganz wichtig am St. Patrick's Day, weil dann wird man nicht zwickt, wenn man was Grünes in der Hand hat. Genau, so ist es. So kann man dem Ganzen auch vorbeugen. Ja, genau. Also es passt wunderbar dazu. Also schmecken tut's wie ganz normales Bier. Es ist giftgrün, aber nicht gefährlich. Das grüne Vornburger am St. Patrick's Day. Antenne Vorarlberg!